Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück bei Let's Play Super Mario 64. Wir waren ja letztes Mal bei diesem Level hier stehen geblieben, haben schon 2 Sterne und dann fangen wir jetzt mal gleich an. Trete noch einmal gegen Koopa an. Oh, Koopa. Und fängt ja sehr gut an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es nochmal schaffe. Ich habe vorhin gerade nämlich schon einmal... Ja, habe schon einmal alles gemacht, dieses ganze Level mit Aufnahme. Aber hat er nicht aufgenommen. Keine Ahnung wieso. Wo ich eigentlich Camtasia benutze hier. Ja, das ist mein Aufnahmeprogramm, Camtasia. Und jetzt hier, Koopa. Ja, ich habe das ja... Ich habe das schon letztes Mal ja gelesen, ja. Fängt ja super an jetzt. Ja. Das hätten wir jetzt nicht mehr geschafft. Ich darf nämlich keinen Fehler mehr erlauben. Fängt ja echt super an. So, das Level ist hier vorne. Und ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Echt mal. Versuchen wir es jetzt nochmal. So. Hier ist dieses Pflanzen-Mistvieh. Klein machen. Sind wir klein und noch ein Versuch, weil es so schön war. Erstmal den so lang ist es her, bla bla bla. Boah, Mann, ey! Mamma mia! Ich verschwende hier noch die ganze Zeit hier. So, dreht noch einmal gegen Koopa an. Dann hier. Boah, ich hasse diese Kugeln. Wenn das jetzt nicht funktioniert, breche ich die Aufnahme ab und versuche es mit einem neuen. Vorhin habe ich es mit einem Versuch geschafft. Was soll das denn? Ja. Ich weiß jetzt nicht, was los ist. Geschafft. So. Endlich. Der ist um einiges schwieriger als bei dem ersten Level. Trete noch einmal gegen Koopa an. Und nochmal hier rein, weil es so schön war. Und den müssen wir jetzt zum Glück nicht noch einmal
Löse die 5 Eat-Beat-Rätsel. Edbeta! Edbeta! Ist jemand da? Edbeta! So. Er wird dann da vorne bei dieser einen Insel sein, dieser Stern. Ich kann mich noch an alle erinnern. Hier war einer. Da oben war einer. Haben wir ja letztes Mal gesehen. So nicht. So. Nein! Alter, was war das denn jetzt? Irgendwie ist heute nicht so mein Tag. Wieso wisst ihr... Was? Ah, keine Ahnung. Was ist denn das? Ach, so ist es schon viel besser. Was war denn das für ein scheiß Bild? So, dann hier. Nein. So. Dann war hier noch einer. So. Kanone erstmal aktiviert. Warum auch immer. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Das war die 4. Wo war die 5? Ach ja. Die 5 war da oben irgendwo. Oh, ich hasse das. Ja. Was ist denn das? Und da haben wir es. Diesen... So, da hoch. Ich glaube... Das... Dieser Schalter. Und... Oh, da haben wir ihn. Sorry, ich habe mich gerade eingequetscht vorhin. Ja. Verdammt. Und nochmal rein, weil es so schön ist. Achso, ja. Oh Mann, ey. Dann müssen wir uns erstmal klein machen für die... Finde die 8 roten Münzen ist das jetzt. Guten Tag, ihr Gumbas. Tschüss, ihr Gumbas. So, dieser... Wir brauchen jetzt dafür diesen Panzer. Nicht so. Oh. Verzieh dich, du Körper. Ja, das Leben haben wir auch jetzt. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Und... Boah, das war knapp! Weil dann hätten wir uns töten lassen müssen. So, hier. Finde die 8 Rundmünzen.
Ja. So. Ist ja nicht so schwer. Müssen wir jetzt hier drauf. Hier drauf. Hier rauf. Und jetzt wieder zurück. Weil es so schön ist. Ich dachte schon, ich fall runter jetzt. Und da. War jetzt nicht so schwer. Und da haben wir ihn. Den 8 roten Münzenstern. Gott. Finde die 8 roten Münzen, ja. Bestleitung. So. Ich bin ein Gummibär. Dreh den Wickler um. Das ist so ein Wurm, den hätte ich euch ja zeigen können. Wäre ich schlau gewesen. Aber die sind hier ja sowieso gleich. Das ist so ein, wie gesagt, so ein Wurm. So ein kleiner Mistviehwurm. Was ist denn das? Diese ein Goomba läuft einfach so da hoch. Echt mal Classic. So können wir auch leichter da hoch. So. Dann hier. Ja, das ist doch. Ja, da ist schon Itibiti-Rätsel ein Teil. Aber wir sind nicht umsonst da oben. Bing. Wir haben dem Wurm jetzt das ganze Wasser jetzt mal gegeben. Er braucht ja auch mal ein bisschen Wasser. Jeder braucht mal ein bisschen Wasser. Deswegen haben wir ihm mal etwas Wasser gegeben. Mal sehen, ob der sich wegen das Wasser freut. So viel zum Thema, ob er sich da freut. Also echt mal. So. Da oben, da kommen die Kugeln raus, diese komischen Kugeln. Kanonenkugeln. Die, wenn wir groß sind, so winzig klein sind und uns wehtun. Was voll. What the? Wie schafft ihr das? Es reicht. Los, weg da. Der Chef ist dran. Wehe. Okay, da versuchen wir jetzt nochmal diesen Scheiß Beep zu besiegen. Keine Lust. Ey du, komm her. Brauchst du mich nicht? Hä? Hallo. Tschüss. Und jetzt hier. Da war ja letztes Mal der zweite Stern. Und komm, wir gehen jetzt mal rein und mal schauen, ob er sich wegen des Wassers gefreut hat. Sieh dir diese Schweinerei an. Du hast meine Wohnung überflutet. Meine ganze Einrichtung ist ruiniert. Ich bin stinksauer. Alles läuft schief, seit ich diesen dämlichen Stern gefunden habe. Ich werde... Was wirst du, hä? Sag mal, wo ist er denn? Äh,
Ich halte das nicht mehr aus. Zuerst überflutest du meine Wohnung und dann hüpfst du auch noch auf mir rum. Mir reicht's. Ich werde dir richtiges Benehmen beibringen. Du, ich werde dich lernen. Ja. Das will ich mal sehen. Hallo. Ja. Bist du immer noch hier? Findest du nicht, dass du bereits genug Schaden angerichtet hast? What the? Nein! Wo bist du denn? Ah, da. Oh, halt, halt. Halt, halt. Ich gebe auf. Hier, nimm den Stern. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich kann mir die Sterne doch durch das Loch in der Decke ansehen. Wann immer ich möchte. Und jetzt wird der Kleine hier. Und Kameraden, was da kommt. Und er fährt runter. Ist er wo drauf gelandet? Oh, schade. Wäre geil gewesen. Und da haben wir ihn auch schon. Den letzten Stern. So, da haben wir den letzten Stern. Dreh Wickler im Kreis. Und da würde ich auch mal sagen, das war's auch erstmal für heute. Schreibt mir in die Kommentare, wie das Video so war, ob es gut oder schlecht war, was ich verbessern kann. Und dann bis zum nächsten Mal auch. Tschüss.